Hi! Hallo! Hier sind Martin und Philipp von der Notfallmedizin mal wieder. Und heute soll es so ein bisschen um das Thema Fortbildung gehen und Lernen. Martin, du weißt es ja, es ist ja relativ schwierig mittlerweile in der Medizin an gute Informationen zu kommen. Und wenn ich jetzt so an das Medizinstudium zurückdenke, da war es so, ich habe mir ein Buch gekauft zu einem Thema, ich habe das durchgearbeitet und wenn ich wirklich den Stoff daraus gut konnte, dann war ich sehr gut vorbereitet auf jede Klausur und konnte alles. Aber das ist ja schon lange nicht mehr so, leider. Und Martin und ich sind ja viel auch als Dozenten unterwegs und tatsächlich werden wir ziemlich oft von jungen Kollegen, aber auch von Kursteilnehmern gefragt, wo kriege ich eigentlich gute Informationen her? Wo kann ich mich zu dem Thema wirklich nochmal in die Tiefe einlesen? Und tatsächlich ist es so, dass ich da auch in der echten Welt, nicht nur hier im Videoblog, sehr, sehr häufig den Martin frage, weil er dazu ein Fuchs ist. Ein Martin, Fuchs. Wie bildest du dich eigentlich fort, wenn du jetzt zu irgendwelchen Themen was wissen willst? Ich finde es genauso, Philipp, wie du eigentlich, dass es heutzutage über die sozialen Medien in diesem ganzen Internet-Ding so viele Informationen gibt, dass man sich tatsächlich überlegen muss, wo man seine Quellen hat, weil es gibt fast zu viel. Eher ist es schwierig, die guten Sachen rauszufiltern, als dass man nicht genug kriegt und das meiste davon ist sogar, muss man sagen, fast kostenlos. Grundsätzlich ist es so. Weiterhin ist es so, wenn man einen Überblick zum Thema bekommen will, sind die Bücher eigentlich wirklich gut. Die sind heutzutage von einer guten Qualität. Da gibt es zum Beispiel im Bereich Notfallmedizin, gerade klinische Notfallmedizin, also Notaufnahme, sind die ganzen Bücher vom Fleischmann, glaube ich, echt einfach Standard. Das neueste Buch, FAQ Notfallmedizin, FAQ Notaufnahme, FAQ Fleischmann, wenn man das eingibt, findet man das super geschrieben, kurz, schnell, zackig, hat man einen guten Überblick über das Thema. Und wenn dann hat er noch dieses Standardwerk. Und das Standardwerk natürlich, genau. Ja. Das, der Riesenwälzer, das ist halt, das ist die Definition von einem Überblickswerk. Ja? Und halt das deutsche Standardwerk zum Thema Notfallmedizin. Wenn man dann zu irgendeinem Thema was Genaueres wissen will, dann finde ich Up-to-Date eigentlich wirklich gut. Das ist relativ aktuell, ist von guten Leuten geschrieben. In jedem kleinen Beitrag kann man diskutieren, aber da kriegt man sehr, sehr gute und sehr detaillierte Informationen zu Beiträgen. Siehe zum Beispiel das Thema Anaphylaxie, das wir vor kurzem besprochen haben. Da findet man viel dazu. Wenn man aktuell bleiben will, dann helfen natürlich Journals. Journals gibt es wie Sand am Meer. Da muss man so ein bisschen rumsuchen und schauen, was einem gefällt. In der deutschen Szene zum Beispiel finde ich die Notfallmedizin up-to-date für die Präklinik ganz gut und die Notfall- und Rettungsmedizin eher für so Notaufnahme-Themen, aber auch manchmal so ein bisschen Rettungsdienst-Themen. Praktische Skills, finde ich, kriegt man ganz gut auf Fortbildungen, auf Kursen von ACLS bis irgendwelchen Spezialkursen, Airway-Kursen und so weiter und so fort. Auch bei Kongressen gibt es manchmal was Neues. Das finde ich ganz interessant. Bei Kursen kann man ja noch ganz kurz... Ja, genau. Müssen wir, jetzt fragt euch vielleicht, wo sind wir eigentlich Dozenten? Bei notfallmedizinkurs.de und da findet man eine ganze Menge super Kurse, aber die ganzen ABCDE-Kurse, ACLS, ETLS und sowas... sind sicher auch mal gut. Die sind auch ganz gut, ja genau. Auch da dozieren wir hin und wieder, verrückterweise. Wenn man jetzt so richtig cutting edge, so die neuen Sachen, wenn es wirklich um moderne Medizin geht, gerade moderne Notfallmedizin, gibt es im Internet eine riesige Szene, die heißt FOAM oder FOAMED, Free Open Access Medical Education, FOAMED, so wie Schaum. Wir verlinken das alles nochmal dazu. Da gibt es hunderte Websites im englischen Bereich und zum Glück auch einige im deutschen. So die großen Websites, wie gesagt, die Links kommen alle noch da unten hin oder in die Shownotes. Die großen Websites sind Life in the Fast Lane, sind St. Emlyn's und Academic Life in Emergency Medicine. Vor allem die haben so eine geniale ALMU oder University Lernplattform, wo höchst qualitativ und völlig kostenlos genial viele Themen abgearbeitet werden. Also spektakulär, was man da findet. Im deutschsprachigen Bereich sind wir noch so ein bisschen zarter beseitet, was die Websites betrifft. Aber auch da kommen in den letzten Monaten und Jahren kommen einige große raus. Ganz groß ist Newspapers, also news-papers.eu, die Seite von Michael Bernhard aus Leipzig. Wir erwähnen ihn irgendwie sehr häufig in unseren Videos, aber der ist einfach da mega aktiv und es ist eine tolle Website. Oder auch die Website now2go, also now2go.de, wo es jede Woche kostenlose, richtig coole Online-Fortbildungen gibt. Es gibt dann noch das Forum und noch ein paar andere Blogs, aber wir verlinken einfach
einiges da unten. Was ist mit Podcasts? Da gibt es doch auch einen ganz tollen. Ja, also es gibt MRAP, Emergency Medicine Reports and Reviews and Reviews and Perspectives. Das merke ich mir nie, weil MRAP einfach so cool klingt. Und von diesem MRAP-Podcast, der in den amerikanischen oder angloamerikanischen Ländern riesengroß ist, gibt es noch eine deutsche Version jetzt. Die ganzen Ausgaben dazu gibt es auch momentan sogar noch kostenlos auf der Webseite des Notfallzentrums der Uni Jena, also MRAP Deutsch einfach eingeben oder unserem Link folgen, dann kommt sie darauf und da wird es auch in nächster Zeit was ganz Cooles Neues geben. Aber dafür kriegt ihr natürlich sofort Informationen von uns. Und als letztes, wenn ihr so richtig in die Szene einsteigen wollt, dann würde ich euch empfehlen, so ein paar coolen Leuten auf Twitter zu folgen. Auf Twitter sind ganz viele aus der großen Notfallszene aktiv, auch zunehmend Leute aus Europa, aus Großbritannien, so ein paar Experten. Und da hat man tatsächlich mal die Chance, wirklich den Super-Experten für NIF-Beatmung, dem einfach mal eine kurze Nachricht zu schreiben. Meistens kriegt man dann sogar eine Antwort. Das ist echt spannend. Aber Twitter, da muss man auch mal reinkommen. Ich glaube, Philipp, da bist du nicht so der große Fan davon, oder? Naja, Twitter, das ist nicht so meine Welt bisher. Vielleicht wird es ja noch. Vielleicht wird es noch. Wir sind auch auf Twitter übrigens. Tatsächlich ist es ja so, ich bin bei uns so ein bisschen der Typ, der Facebook Notfallmedizin so ein bisschen macht. Und was ich versuchen werde, ist in den nächsten Monaten immer mal wieder so Pearls aus der Online-Welt zu posten, dass ihr da auch so ein bisschen up-to-date bleibt. Und guckt auch mal so ein bisschen der Historie immer. Ich habe schon eine ganze Menge dazu gepostet. Und eine Sache möchte ich noch gerne erwähnen. Tatsächlich haben wir nämlich zusammen vor kurzem dazu ein Paper veröffentlicht zu Fortbildungen in der Notfallmedizin, im Rettungsdienst und in der Notaufnahme ganz besonders. Das ist in der Notfall- und Rettungsmedizin veröffentlicht worden. Wir werden es in die Shownotes reinpacken. Und ich glaube, da kann man auch eine ganze Menge draus finden. Das ist eigentlich ganz schön geworden. Ja, und wenn ihr das haben wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail, falls ihr keine Abonnenten seid. Als Autoren darf man ja im engeren Kreis das PDF versenden, soweit ich weiß. Okay, das war's jetzt von uns. Wie gesagt, Kritik, Anmerkungen bitte gerne jederzeit posten, schreibt uns E-Mails und teilen und liken. Danke, ciao. Ciao.